So Leute, 20.34 Uhr, ihr habt es gerade gesehen, Mittwoch. Morgen kommt das neue Video. Wir haben noch keins. Wir gucken mal, wo mein Bruder steckt. Ah, der dreht wieder rund mit der neuen Kercherputzmaschine, ne? Ja, voll gut, ne? Sehr gut. Ja, macht damit halt Spaß, ne? Was hast du? Ja, also es ist Mittwoch, Mittwochabend. Morgen ist der Tag wieder so voll geplant. Genau, deswegen dachte ich, ja, super. Ich mache mal eine Überstunde. Ja. Und ich dachte, weil ich glaube, das haben wir schon angeteasert so ein bisschen. Du, ja, ja. SL65. Genau, SL65. Ja, SL haben wir wieder gerade genug hier, ne? Ja, wollen wir ein bisschen Vorstellung SL65 machen? Ja, warum sollte man so ein Auto vielleicht gerade nicht kaufen? Ich glaube, das Exemplar ist ja vielleicht... Weil du wegen Beispiel, ne? jedem Kram den Motor ausbaust. Mhm. Ne? Motorlager kaputt, Motor ausbauen. Kleine Undichtigkeiten, Motor ausbauen. Ja. Schwierig. Wollt ihr es mal vorstellen, was überhaupt, warum das Ganze so komplex ist? Also, was haben wir hier? Wir haben hier einen 2006er SL65 AMG Biturbo. 6 Liter Hubraum, 3 Ventiltechnik, 612 PS, 1000 Newtonmeter, 338 km/h Serie Höchstgeschwindigkeit, wenn sie ganz offen sind. Ja, mit Chiptuning geht noch eine ganze Ecke mehr und ein bisschen Kühlung und. 390 mm Bremsscheiben hinten, vorne, 360 mm Bremsscheiben hinten, eine riesen Abgasanlage ab Werk. Ja, nicht ganz so kleine Turbolader. Ich hole mal gleich einen Motor her. Der Wagen hat gelaufen, 78.000 Kilometer circa. Und ja, war eigentlich zum Service hier. Und der Kunde hat ein bisschen angedeutet, er hat ein bisschen Kühlflüssigkeitsverlust, hat ein bisschen Ölverlust, läuft ein bisschen, ja, unrund nicht unbedingt, aber zuckt manchmal so ein bisschen. Und ja, sollte man im Prinzip einen ausgeweiteten Service machen. Noch ein bisschen nachgeguckt. Stand sehr schnell fest, dass der Kunde eigentlich relativ viel Glück gehabt hat, weil theoretisch hätte ein Brand entstehen können, beziehungsweise der Motor hätte wirklich Schaden nehmen können, weil er wirklich schon deutlichen Kühlflüssigkeitsverlust hat. Ende vom Lied. Aggregat war klar, dass es raus musste. Und bevor wir das Aggregat rausnehmen, gucken wir natürlich, was sind für Teile lieferbar. Und Mercedes hatte echt ein bisschen Lieferzeit auf die Motorlager. Und die sind jetzt Anfang der Woche gekommen. Und jetzt haben wir natürlich auch gleich begonnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier nochmal so viel zu dieser riesen Abgasanlage. Ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die haben Euro 4, ne? Die Fahrzeuge. Die haben Euro 4. Hier sitzen die Turbolader. Hier die sogenannte Downpipe. Riesenkatalysatoren, ja. Vor-Cut-Lambda-Sonde, Nach-Cut-Lambda-Sonde. Ja, wir haben hier. Haben hier nochmal im Prinzip einen Vorcut und hier ist der Nachcut. Also zwei Katalysatoren in einem. Macht Mercedes schon seit langer Zeit gerne. Und jetzt guck mal hier. Ja, mal im Vergleich. Ja, ich habe ja auch nicht die dicksten Arme, ja. Aber 2x72 mm Abgasanlage, Serie. Also, wenn einer eine große Auspuffanlage hat, dann hat er eine, naja, ich sag mal so, 60, 63 mm Abgasanlage. Mercedes verbaut seit Jahren riesen Abgasanlagen von den Durchmessern. Ich glaube, C55 hatte so 70 mm, war schon riesig. Ja, und der neue A45 AMG, auch eine riesen Abgasanlage ab Werk. Jetzt fragen sich die Leute bestimmt, ja, was bringt das? Bringt das mehr Sound? Wofür ist eine Ja, eine doch, Größe, ja, mehr ist Sound das auch. Sound oder gibt es auch was für den Motor? Was ist da besonders? Oder was ist fördern? Wollen es auf Abgasanlagen eingehen oder ja, auf den Motor? Kurz, die Leute wollen es natürlich wissen. Gibt das Sound, ja. Abgasgegendruck, ja. Wenn du auf Höhendruck hast, ist es leise. Also wenn du, ne, wenn du ein Megafon hast, ja, also im Prinzip, ne, dann wird es laut. Hast du Abgasgegendruck und bist du so, dann wird es leise. Ist ja klar, ja. Abgas oder beziehungsweise Druck macht alles leiser. Aber bringt doch mehr Leistung? Ja klar, bringt mehr Leistung. Natürlich. So, hier ist der Motor. Ich würde sagen, wir schieben den mal ein bisschen ins rechte Licht. Das hat so ein Ding auch verdient, weil das ist ja schon ein Riesen-Oschi. Und ich bin immer wieder froh, dass ich diesen schönen Motorständer habe. Ja? Jetzt fragen sich alle Leute, jetzt macht er wieder ein Riesengeheimnis daraus, was das für ein Motorständer ist. Wollt ihr wirklich wissen, was das für ein Motorständer ist? Wir haben schon so viele E-Mails bekommen, jetzt sag's endlich. Ja? Soll ich wirklich sagen? Ja. Weißt du es überhaupt? Ich weiß es, ja. Ja, sag mal. Bosch. Ja, okay. Und weißt du was? Nee. Den habe ich von der BMW-Niederlassung gekauft, weil die damit nicht anzufangen wussten. Ich glaube tatsächlich, BMW-Niederlassung Kassel habe ich den gekauft. Was für eine Schande, wa? Nein, also Spaß beiseite. Ist ein Bosch-Motorständer, super stabiles Teil. Und guck dir das an, ich feiere das voll. Ja? Ich kann den Motor, kann ich schön hoch und runter. Ja? Ist unbezahlte Werbung, habe ich kein Geld für gekriegt. Ja? Ja, und kann man schön drehen, echt geile Dinger.
Spaß beiseite. Also, hier ist das Aggregat. Wie schon gesagt, 6 Liter Hubraum, 12 Zylinder, 2 Turbolader, einer für die linke Bank, einer für die rechte Bank, 24 Zündkerzen. Los, film mal rüber hier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, und auf der anderen Seite das gleiche Spiel, nochmal 12. Ja, kann man aber tauschen, ohne den Motor auszubauen. So, ja, gegenüber dem SL600, sieht ganz ähnlich aus. Was sind da für Unterschiede? A, weniger Hubraum durch Kurbelwelle, Pleu, Kolben. Ja. Ist übrigens echt ein Langhuber. Relativ kleine Kolben, damit man eine relativ kurze Bauweise hat, aber viel Hub. Ja. Hub ist im Prinzip die Bewegung, die der Kolben natürlich hoch und runter macht. Zylinderdurchmesser relativ klein. Also der SL600 oder die 600er Motoren von diesem Motor, M275 im Übrigen, haben 5,5 Liter Hubraum, der hat 6 Liter Hubraum, ja, etwas andere Turbolader, Nockenwelle, Ventiltrieb ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was geändert. Wie schon erwähnt, 3 Ventiltechnik. So, jetzt hatte der Kühlflüssigkeit Undichtigkeiten. Dann guckt man als allererstes, wie sieht die Wasserpumpe aus. Hier ist jetzt schon eine neue drauf. Komm mal mit, Wasserpumpe liegt hier zufälligerweise. Das ist die Wasserpumpe. Haben wir schon gesagt, Baujahr 2006 war der Wagen. Wurden übrigens gebaut, die SL65, von Mitte 2004 bis Anfang 2006 war der Produktionszeitraum. So, Wasserpumpe ist von, sieht man bestimmt, ja, 2011. Und, was haben wir da? Kühlflüssigkeitsundichtigkeiten. Ja, das ist die Bohrung, dass wenn der Simmering hier undicht ist, aus welchem Grund auch immer, dass da die Kühlflüssigkeit abläuft. Und, was hat sie noch? Ich glaube, brauche ich nicht zu sagen, macht natürlich Geräusche, hat auch Spiel das Lager, hört man auch. Also, die ist kaputt, außer Frage, kommt eine neue rein. Jetzt, die Wasserpumpen gibt es für einen Appel und ein Ei im Zubehör. Ich baue in so einem Motor, ja, weißt du, was der kostet, Lukas? Schätze mal, was der Motor kostet. Neu jetzt? Wenn du den jetzt neu bei Mercedes bestellen würdest. Also ich weiß, so ein 157er AMG-Motor liegt bei, glaube ich, 53.000 Euro. Ja, so um den Dreh plus Mehrwertsteuer. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Und so ein Ding kannst 20 mehr vielleicht? Da kannst du fast mal zwei rechnen. Also ich meine, so ein Ding liegt bei... Aber kauft ja keiner. Bei knappe ja 100.000 Euro. Boah. So, und würdest du da eine Zubehörwasserpumpe reinbauen, wo vielleicht dann dieses Rad aus Plastik ist, wo die Qualitätssicherung nicht passt, wo vielleicht das Schrumpfmaß von diesem Flügelrad nicht passt und dann dreht sich das hier draußen weiter, die pumpt nicht und das Ding überhitzt und geht kaputt auf der Autobahn? Ich will dafür nicht haften. Um Gottes Willen, da kommen schön Originalteile rein. Genauso wie Zündkerzen. Das heißt nicht, dass wir beim Motorenzimmer nicht auch mal irgendwie einen Zubehör-Innenraumfilter verbauen. Um Gottes Willen, ja. Aber das Mercedes-Zeug ist qualitativ schon gut. Lukas, wie viel Fehlermeldungen, wie viel Garantiefälle gegenüber Mercedes haben wir? Also wird jetzt eine einzige, aber das von, ich weiß nicht, wie viel hunderten Bestellungen, ne? Ja, wollte gerade sagen. Eine einzige vielleicht ist echt. Bist jetzt echt? Ja. Über ein Jahr hier, ja. Wie viele Garantiefälle haben wir gehabt? Du erinnerst dich nur an dieses eine, genau, AGR-Ventil. Ja. Ja, ja. Und wer weiß, was damit gewesen ist. Ja. Ne? Vielleicht ist das mal runtergefallen. Kann ja auch mal passieren. So, also Zubehörteile. Ich meine, so eine Rolle kann man überlegen, ob man die vielleicht mal aus dem Zubehör nimmt. Aber wieso? So viel teurer ist Mercedes auch nicht. Also, dickes Lob an Mercedes. Ihr habt ein super Qualitätsmanagement, was die Ersatzteile betrifft. Du siehst schon die kompakte Bauweise. Ja, ist V-Motor. Ich meine, ein 60-Grad-Winkel ist das. Das heißt, jetzt der V-Abstand ist 60 Grad auseinander. Es gibt auch 90 Grad und natürlich, es gibt auch Boxermotoren, ja. Ja, da laufen die Kolben so und hier laufen die Kolben so. Ja, ABC-Pumpe. Jetzt noch ein Highlight. Wassergekühlte Lichtmaschine. Hier ist sie, 180 Ampere. Kühlwasseranschluss ist da. Auch echtes Highlight. Ich kenne kein anderes Auto, wo eine, außer bei den V12-Motoren bei Mercedes, wo eine wassergekühlte Lichtmaschine sein Zuhause hat. So, was haben wir noch? Ich sage immer so, ne? Ich müsste immer für jedes so... So und ja, ne? So und ja. 5 Euro in die Trinkgeldkasse packen. Ja, ich glaube, ja, da könnten wir alle... 5 Jahre voll essen. Alle auf die Bahamas fliegen, ja, zum Betriebsurlaub. Ja. 5 Euro weg. Wir haben hier... Auch eine Undichtigkeit. Hier sind das ist die Turboladerölzulaufleitung und das ist die, also ein wassergekühlte Turbolader, das muss man jetzt erstmal dazu sagen. Diese wassergekühlten Turbolader werden halt vom Öl geschmiert und von der Kühlflüssigkeit gekühlt.
Wir haben natürlich auch Abläufe hier unten und hier sieht man schon, wie komplex das Ganze ist. Hier waren natürlich dementsprechend Undichtigkeiten. Ja, sieht man hier, und beziehungsweise sind immer noch, da müssen wir noch beigehen. Hier sind Undichtigkeiten und diese Undichtigkeiten, die muss man natürlich beseitigen. Und das im eingebauten Zustand, no way. Ja. So, und das Gleiche haben wir natürlich unten. Ja, unten, da ist natürlich kein Rankommen. Das kannst du voll vergessen. Da kommst du im eingebauten Zustand nicht dran. Hier ist die Spritzwand, geht gar nicht. Ja. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn man dieses Aggregat einmal raus hat, ein bisschen Weitsicht beweisen. Ja. Also so ein Motor-Check-up wie unsere Ölkarten, das im Vorwege schon mal zu machen, um zu gucken, sind die Dichtringe und Simmerringe in so einem Motor, sind die alle in Ordnung? Habe ich da viel Ruß drin? Tropft vielleicht eine Einspritzdüse nach oder so? Das kann man mal auch locker machen. Man kostet kein Geld. Ja. So ein Check kostet bei uns im Shop 30 Euro, 29 Euro. Ja, 25 Euro so, einzeln. Ja. Kann jeder machen, Ölpaarschab raus, Tropfen drauf, kannst ja mal einblenden. Ist ja auch mal ganz interessant. Auch diese Dichtung, guck mal, sieht man ganz klar hier. Ja, von dem Deckel, die Dichtung müssen wir noch mitmachen. Ja, der süfft hier runter, ne? Ja, das tropft hier runter und schlecht. Muss man mitmachen, ja. Was haben wir noch? Motorlager war ja ein Riesenthema. Ja, deswegen haben wir, glaube ich, eben schon erwähnt. Haben wir erwähnt, ich glaube, wir haben es aber nicht ganz erwähnt, dass man nur wegen dem Motorlager den Motor ausbauen muss, ne? Du musst, das wenn du das Motorlager machen willst, musst du diesen Motor ausbauen. Ja. Hilft nichts. Kriegt er im eingebauten Zustand nicht hin. Ich meine, komm her, guck's dir an. Guck mal das Motorlager. Wie willst du die Schrauben da oben drauf losschrauben? Da, da oben dahinter drin. Das ist selbst jetzt viel Spaß. Wenn ihr das könnt, schreibt eine Bewerbung, könnt ihr bei mir anfangen. Gar kein Problem. Motorlager war natürlich komplett Asche. Guck dir die an, die Motorlager. Ja, so ein kleines Motorlager, so ein dicker Motor, sind von 2004, also noch die ersten. Sieht nicht schlecht aus, ne? Siehst 2004 sind 2006er Baujahr, gut, okay, dann lagen vielleicht ein bisschen. Ne? Haben ein bisschen auf Lager gelegen, ja. Wurden ja von 2004 bis 2006 gebaut. So, die werden natürlich einmal alle Motorlager hergestellt haben, die werden geplant haben, wie viel werden wir verkauft haben und deswegen ist das von 2004. Das Motorlager ist gar nicht so schlimm. Das wird nämlich die Beifahrerseite sein. Der Druckseite, ne? Gibst du Gas, drückt's drauf. Jetzt die Zugseite. Was sieht man? Hier schon das Band ab. So, und hier wird's gezogen. Und jetzt seht ihr, dass das gerissen ist. Und jetzt ist abgerissen. Krass. Ja, zieht euch das mal rein. Das Motorlager ist abgerissen. Musst du überlegen, hier ziehen 1000 Newtonmeter Drehmoment lang dran. 1000 Newtonmeter. Ja, hier ein Motorlager, hier ein Motorlager. Und jetzt gibst du Gas und dann 10.000 Newtonmeter ziehen da dran. Ja, und das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Muss mit, was das ist doch aber gut. Das ist, guck mal, wie lange es gehalten hat dann, ne, dafür. Ja, gut. 78.000 Kilometer. Ja, gut, aber 17 Jahre. Oder 15 Jahre. Ja, gut. Das, so muss das aussehen. Ja. Und damit das Ganze ein bisschen gedämpft ist, ja, das ist ja nicht einfach nur so ein dusseliges Gummi, sondern das ist ja auch noch mit Öl gefüllt. Guck mal, mit solchen Waben und sowas. Irre, ja. Also das ist echt, auch Getriebelager. Hier Getriebelager war auch voll dahin. Ja, ist auch schon richtig abgerissen. Guck dir das an hier. Das ist da. Ist komplett abgerissen. Getriebelager. Habe ich so auch noch nicht oft gesehen. Das hört man ja auch, oder? Oder das spürt man. Also Getriebration. Ja, hier, guck mal. Motorlager, ja, komplett abgerissen. Also ich meine jetzt eher Motorlager. Ja, das merkst du ja, ne? Wenn du durchbeschleunigst, dann ruckt das einmal so. Ja. Auch hier, Motorpappe. Guck mal, was für ein Highlight hier. Gebaut hat den übrigens Volker Haag. Volker Haag, hast du gut gemacht. Jo. Ne? Für die paar Undichtigkeiten kannst du nichts. Das ist der Zahn der Zeit. Völlig normal, dass ein Dichtring aufgibt. Hast du gut gebaut. Echt. Ja. Ja, auch das hier. Massiv. Hier. Machen wir natürlich alles noch fein sauber, ja. Hier. Feinstes Carbon. Ist echt Carbon. Vom allerleckersten, ja. Ja, wenn der Kunde den Wagen wiederkriegt, das ist alles... No. Ja, das ist natürlich... Sowas wollen wir machen. Dafür brennen wir. Ne, da haben wir die Leidenschaft, den Spirit. Hier hat jeder Bock auf sowas. Jeder weiß genau, was zu tun ist. Super cool. Ne? Auch hier solche, ne? Das macht man alles schön gleich schön sauber mit. Ne? Schön alles neue Dichtringe, alles schicki, fein und so. Können wir auch theoretisch Trockeneisstrahlen, sauber, oder? Gemacht. Ja, machen wir auch. Ja, okay. Ja, wir machen noch Trockeneisstrahlen, weil, super Stichwort, so ein Motor, ja, mit einem Hochdruckreiniger abreinigen. No way, niemals. Dürft ihr niemals machen. Ihr habt das Wasser hier in diesen ganzen Steckern überall drin. Das Wasser läuft hier in die Zündkerzenschächte. Wie willst du denn das da wieder rauskriegen? Katastrophe. Kriegst du nie wieder raus. Oder du kaufst so einen Motor gebraucht bei eBay. Jetzt zieh dir da mal rein. Du hast jetzt hier so ein
ja, der relativ schnell Geld verdienen will. Das Ding ist so ein bisschen verölt, was ja gar nicht schlimm ist. Diese Öldurchlässigkeit ist ja nicht schlimm. Hier ein Dichtring für 1,20 €, da ein Dichtring für 15 Euro, da ein Kühlmittelstutzen für 50, alles kein Geld. Ja? Der geht jetzt bei, damit das Ding gut verkauft. Hochdruckreiniger. Oh, schön darüber. Das ganze Wasser läuft in die Drosselklappen, in die Turbolader, hinten, ja, in die Abgaskrümmer rein. Und dann alles korrodiert, alles Schutt und Scheiße. Das ist doch eine Riesenkatastrophe, wenn du das mit Wasser machst. So, dann ein bisschen Trockengeboostet, ein bisschen WD-40 drauf. Mensch, kannst du richtig Geld für nehmen. Ja? Schön mal so ein Auktionsraus rein und dann hast du den Mist. Du baust das Ding ein, Zündaussetzer, elektrische Fehler und. Und deswegen, das ist ja der Grund, warum wir hier qualitätsgebrauchte Motoren machen und die anbieten. Ja, ja, jetzt habe ich mich schon wieder in Rage gesprochen. Wo waren wir eben überhaupt? Beim Motorlager und bei der Abdeckung. Jetzt sind wir hier im... Ja. Sind wir hier bei dem Motor, ja? Also, es ist immer alles eine mittelschwere Katastrophe, ja? Man muss das wirklich mit viel Weitsicht und Spirit machen. Und ja, da hilft auch nichts, da gibt es auch keine Zeitvorgabe. Es gibt von Mercedes, da kann man ins System gucken, kann man reingucken, da gibt es keine Zeitvorgabe für so ein Motorlager. Das dauert dann einfach so lange, wie es dauert. Ja, weil der Mechaniker sich auch ein bisschen die Zeit nehmen soll und soll hier mal ein bisschen links, rechts gucken und seine Rübe einschalten, ja? Weil das ist nicht mal so zwischen Tür und Angel gemacht, ja? Da braucht man nicht AW-Druck oder was weiß ich nicht. Ich habe Verständnis dafür, dass sowas nicht in übermäßigen Kosten ausarten darf. Aber trotz all dem muss man dem Mechaniker da auch einfach ein bisschen Zeit und Ruhe lassen und dann nicht mit dem Messer hinter dem stehen. Los, jetzt gucken wir nochmal Motorraum rein. Sieht natürlich aus wie ein SL500 Motorraum. Ist eigentlich so gar nichts geändert. Ich glaube, da ist noch nicht mal die Achse anders. Doch. Also, wenn der Motor da drin ist, ist natürlich Feierabend. Ne? Dann ist da out of order. Dann kommst du nicht mehr mit dem Arm bis unten hin und kannst den Kreuzschraubendreher oder die Achternuss rausnehmen, die dir da runtergefallen ist. Das ist ja auch klar. Ne? Ja, ich denke mal, soweit haben wir alles. Ah, auch noch eine interessante Sache. Auch noch eine interessante Wasser. Wassergekühlte Ladeluftkühler. Ist, jetzt muss ich überlegen, die Markteinführung war, glaube ich, so der AMG C30 bei Mercedes mit dem ersten wassergekühlten Ladeluftkühler. Das heißt, wir haben einen zweiten Kühlmittelkreislauf und die Ladeluft, ja, die durch die Turbolader erzeugt wird. Guck mal, hier kommt die Luft von den Turboladern raus. Ja, jetzt muss ich, Entschuldigung, hier wird die Luft angesaugt. Hier sitzt der Luftfilterkasten oben drauf, das geht hier oben drauf. Ja, der geht hier runter, hier rein. Die Luft wird verdichtet. Wenn man Luft verdichtet mit einer Fahrradpumpe, weiß man auch, die Fahrradpumpe wird warm. Die Luft kommt hier raus aus dem Turbolader, geht direkt in den Ladeluftkühler rein. Hier ist ein Netz drin mit Wasser, also ein Luft-Wasser-Wärmetauscher. Dann geht die gekühlte Luft hier raus und geht gleich hier in die Drosselklappe rein. Jetzt überleg mal, dieser kurze Weg. Jeder Tuner träumt davon, ja? Von diesen kurzen Wegen. Wie innovativ. Das muss man sich mal vorstellen, wie innovativ das damals schon gewesen ist. Klar, jetzt kommt der eine oder andere, das gab es auch schon viel früher bei BMW und so, weiß ich auch. Aber ein super Prinzip. Kurze Wege ist immer gut fürs Ansprechverhalten. Ja, du trittst aufs Gas, der Turbolader fängt gleich an zu spulen, ja, die Luft geht gleich hier durch, geht hier rein und produziert gleich noch mehr Druck. Super Ding, super Konzept. Im Übrigen auch, das ist ein Langhubmotor. Also man meint ja jetzt, 6 Liter Hubraum, im 12-Zylinder ist gar kein großer Einzelhubraum, ne? Wenn man überlegt. Wir haben ja gerade mal einen 3-Liter-6-Zylinder hier. Ne? Also 2 3-Liter-6-Zylinder. Und deswegen haben wir, das hat man extra gemacht, dass die Kolben vom Durchmesser relativ klein sind, dass wir nicht so eine lange Bauweise haben, dass man den überhaupt da reinkriegt, ja? Weil das Ganze muss man auch noch ein bisschen versetzt bauen. Ist schon ein Riesending. Also, Langhubmotor. Merken. Aber, ja? aber grundsätzlich zu diesem Motor, also ist es ein guter Motor? Also wenn man überlegt, das ist schon wirklich... Steuerkettenprobleme, was haben die denn für grundsätzliche Probleme? Das weißt du doch. Du, guck mal, du bist zwar kein Mechaniker, aber du weißt das doch. Weil du weißt doch immer, was an Mails reinkommt. Was haben die Dinger denn immer? Das will ich jetzt also mal ich weiß jetzt, dass sie Ölverbrauch haben? So sieht's aus. Das auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist das erste Thema, was immer... Das ist eins der Hauptprobleme. Warum kriegst du ein Ding überhaupt Ölverbrauch? Weißt du es? Vielleicht, weil sie kalt getreten werden? Kann man jetzt... Schlechtes Öl? Also ich glaube nicht, dass ein SL65-Fahrer ein Durchschnittskunde ist, der so ein Ding erstmal kalt richtig abgehen lässt. Glaube ich nicht. Nein, das hat einfach auch ein bisschen damit zu tun, dass man diese Motoren nie auslastet.
Du hast 612 PS, 1000 Newtonmeter. Jetzt mal ehrlich, wenn du hier morgens zur Arbeit fährst, du kommst zu uns, ja. was schätzt du, wie viel Leistung rufst du im Durchschnitt ab? 30, 40, 50? Lass es 60 sein. Ja. Du, noch nicht mal dein 220er Diesel lastest du voll aus. So, viel mehr rufst du doch hiermit auch gar nicht ab. Jetzt musst du überlegen, du machst das auf 4 Zylindern, der macht das auf 12. Das heißt, die Zylinderleistung kannst du nochmal geteilt durch 3 nehmen. Ja, das heißt, dann hast du ja wenn jeder Zylinder hier 5 PS macht, 5 mal 12, 60 PS. Jeder Zylinder gibt nur 5 PS ab. Zu wenig? Ja, das musst du dir jetzt mal vorstellen. Du fährst dahin und brauchst vielleicht 60 PS, um 100 km/h zu fahren. Lukas, das ist ein Witz. So, und es ist doch klar, dass das Ganze dann zuguckt, weil dieses bisschen Luft, was dann da durchgeht, ja, du könntest da ja viel mehr Luft und dann ist kein Flow da, dann ist keine Temperatur da, das wird nicht warm. Und die seltensten Fälle ist ja, dass du mal einen Kunde hast, der damit mal, was weiß ich nicht, 100 Kilometer, 200 km am Stück fährt, ist ja auch gar nicht mehr richtig möglich. Ne? Oder gar nicht offiziell möglich. Und deswegen hat man diesen Vollgaseffekt nicht. Die Motoren leben einfach auch davon, dass die mal lange warm sind, dass die mal lange 100 Grad Öltemperatur haben, dass die auch mal lange ein bisschen Last haben, dass dieser Gaswechsel da stattfindet, dass die Kolbenringe auch einfach mal unter Last ein bisschen anfangen zu arbeiten. Ich hole mal was her. So, was haben wir hier? 190er, 2,5 Liter, 16V. Spielt gar keine Rolle. Das ist so ein Kolben halt. Ja, das meinen wir hier gerade. Und jetzt überlegt mal, ihr fahrt so 80, 100 km/h und der braucht nur 5 PS abgeben in so einem Motor. Ja? Und kann aber, sagen wir mal, ja, 100 PS wäre jetzt viel, ne? Dann wären wir bei 1200. Der kann aber 50 PS abgeben, das heißt ein Zehntel. So, und wenn er jetzt überlegt, ja, hier sind ja Gaswechsel drin, der Kolben, der flitzt ja von oben nach unten und ihr braucht auch einfach mal den Druck auf diesen Kolbenring. Und ganz oft, das ist auch ein Thema, das seht ihr auch bei anderen Autoherstellern, da gibt es auch ganz viele Sachen von Autobild und was weiß ich nicht zu, da ist das hier alles verkokt, ja. Also das heißt, zwischen den Ringen hast du Ölkohle und diese Ölkohle, die sorgt dafür, dass diese Ringe anfangen und setzen sich hier fest. Ja, und dann kann im Prinzip das Öl von unten nach oben hoch, weil der Ölabstreifer nicht mehr richtig funktioniert, aber es kann auch Verbrennungsdruck nach unten weg. Das war hier übrigens auch das Problem, weil guck mal, hier siehst du ganz einfach daran, dass der Öl verbraucht hat. Guck mal, hier siehst du schon Ölablagerung. Ja, der Kolben ist ja nicht, der hat auch gefressen, das ist noch eine andere Sache. Aber du siehst auch hier oben über dem Kolbenring, siehst du richtig Ölkruste. So, und diese Ölkruste, die ist ganz gefährlich, weil die macht dir die Zylinderlaufbahn kaputt. Und das ist einer der Probleme überhaupt. Da ist zu wenig Druck hinter, zu wenig Gaswechsel, zu wenig Temperatur. Und wenn man dann noch lange das Motoröl fährt, ein Riesenproblem. Deswegen bin ich immer so ein Freund von diesem Motor-Check-Up. Kannst ja mal einblenden, das sind diese Karten hier, könnt ihr bei uns kaufen für 29 Euro. Zieht dann Ölpreisstab raus, macht dann Tropfen Öl auf diese Karte, schickt die zu uns, kriegt dann eine richtige Analyse. Ja, also Ölverbrauch ein Riesenthema, mangels Druck dahinter. Ölundichtigkeiten, Motorlager ist immer ein Thema. Immer, ne? Bei jedem SL aber, ne? Naja, bei jedem Wagen als solches, der im Prinzip älter ist als 6 bis 8 Jahre, sind die Motorlager in der Regel fertig, ja? Der ist Baujahr jetzt 2006 gewesen, so, ist klar, sind die Motorlager fertig, das Ding ist 14, 15 Jahre alt. 15 Jahre alte Motorlager haben doch lange gehalten. Ich stelle mal die Kolben mal rein. Ja, ich würde sagen, wir wollen das nicht ganz so ausschweifen lassen. Ich könnte hier Stunden, Tage lang drüber erzählen. Ich brenne ja für dieses Ding. Und ja, vielleicht machen wir ja mal ein Projekt oder wir machen vielleicht mal gucken. Also ich meine, ist ja noch ein 12 Volt eingespritzter Motor. Also mit einem 12 Volt Einspritzventil kann man ja auch viel Unfug mittreiben mit so einem Ding. Ja, ich würde sagen, ich lasse das gar nicht mal so ausschweifen. Wir kriegen auch keinen Zeitraffer diesmal gezeigt. Ja. Das zeigen wir im nächsten Video, zeigen wir euch den Zeitraffer von diesem Motor, wie wir ihn einbauen, weil wir wollten eigentlich vor Videoende, wollten wir den Motor eingebaut haben, geht aber nicht. Hier sind noch viel zu viele Dinge, die wir noch bestellt haben, die aber leider noch nicht angekommen sind, weil morgen ja Feiertag in NRW und ich glaube ein Rest von Deutschland ist. Hier in Niedersachsen, da muss noch anständig gearbeitet werden. Wir verdienen die Steuergelder, ja, damit ihr da Feiertage machen könnt. Spaß beiseite. Wir haben auch noch ganz viele Zuschauer, das hast du auch letztes gesagt. Ich glaube, 60% oder 63% unserer Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Also ganz wichtig, abonnieren drücken, Glocke aktivieren und ganz wichtig, schreibt mal was ein Algorithmus, beziehungsweise unten in die Kommentare für den Algorithmus, was ich vielleicht
wo ich mehr hätte drauf eingehen sollen oder. Ja, also tut mir leid, dass ich das nicht zeigen kann und ja, habt eine schöne Zeit. Folgt mal ein bisschen unseren Shop, da gibt es schöne Dinge und ich glaube, die Hoodies sind auch unterwegs zu uns und die Shirts und. Lukas, du hast schon Angst davor, ne? Oh, jo. Also, unsere Lagerkapazitäten sind angespannt und habt eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.